Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Cliffhan und willkommen zu einem rückteilen spektakulären Video. Meinerseits einmal und wir sind auf der Gamescom in Köln das Ganze. Ein letztes Mal. 10 Jahre Gamescom, meine Freunde. Gut, Corona zählt jetzt nicht damit zu, aber es waren fast 10 Jahre Gamescom. Und es wird jetzt auch das letzte Jahr sein. Und ja, hier kommt nochmal ein geiles Video. Es gibt auch noch einen dritten Part, wo ich dann nochmal so ein 10 Jahre Gamescom mache, so ungefähr. Ich sage schon mal danke für alle, die dabei waren. Es ist jetzt nicht das Ende von Game of Ben, aber ich fahre, das war das letzte Jahr Gamescom auf jeden Fall, wo ich jetzt hierher fahre. Waren schöne Ereignisse. Das seht ihr nochmal im dritten Part. Ich habe hier so viele Sachen gemacht, ne? Meiste Zeit getrunken mit den Entwicklern. Und einen Heiratsantrag habe ich auch gemacht, mal auf der Gamescom. Ein Scheiße, Alter. Ach ja, was geht heute, meine Freunde? Ja, Franzi und ich gehen jetzt mal hier rum ein bisschen. Und wir zeigen euch, was da abgeht. Also, los geht's! Thomas auf der 2, Pavel auf der 3. Es bleibt weiter spannend. Wir schrammen die 6. von 6 Runden. Und hier ist wieder die berüchtigte Pavel-Kurve. Und hier haben wir es. Thomas auf der 1. Stark. Sehr, sehr gut. Aber es geht weiter für Pavel auf Platz 3. Sehr gut. Hallo meine Freunde, Merchandise Area. Wenn man hier schon 10 Jahre war, den kennt man eigentlich alle schon. Dann kann man hier durchgehen und man denkt sich, oh, oh Figuren, da ist ja auch nicht viel Neues dazugekommen, so ungefähr. Ja. Was machen Sie da? Gucken. Warum? Tell you something. I'm from Buenos Aires and I say kill them all. Yeah! Oh yeah! Yeah! Oh yeah! Thank you.
meine Freunde, so sieht es in der Business Area aus. Meistens leere, weil alles hier verschlossen ist hinter ihren eigenen Dingern so ungefähr. Businessgespräche, naja. Mach halt die Frisur. Okay, gleich bin ich frei. Nur noch einmal ganz kurz drehen und I am free! I am free! Mein Ticket ist gerade weggeflogen. Das ist gerade hier, der Wind kam und hat das einfach. Ja, da liegt es gut. Leute, ich sag euch, das ist ein Zeichen, ne? Mein Ticket ist gerade weggeflogen. Das liegt jetzt halt in mein Ticket. Ja. Ja, ne? Der Wind hat gerade mein Ticket mitgenommen. Wie Paul sein Käppi in die Ostsee. Krass. Krass. Da liegt das, meine Freunde. Da liegt das jetzt. Auf der Suche nach dem verschollenen Ticket, meine Freunde. Ach nee, jetzt bin ich zu weit hier. Scheiße. Ah nee, hier bin ich richtig. Hallo. Was ist das jetzt? Ach, das ist hier vorne. Nee. Ach so. Ja, hier, das liegt da vorne gleich da. Ja. Bitte sehr. Dankeschön, danke, ja, danke. Ja. Ach, meine Freunde, war ja noch ein bisschen stressig gerade. Ja gut, ich konnte ja auch meinen Presseausweis nicht jetzt da liegen lassen einfach. Nachher findet einer, geht in die Business Area rein, kloppt jemand um und dann stellt drauf, ja, keine Ahnung, dann war so ein Typ, der heißt Martin, stand jedenfalls auf dem Ausweis drauf. Dann stehe ich auch so da nachher. Ah, toll, da steht auch drauf, Internetseite und so weiter alles. Schwierig. Ja, meine Freunde, das war wohl ein Zeichen. Das heißt, Franzi und ich gehen jetzt nochmal woanders hin. Köln besuche. Ich war 10 Jahre Gamescom. Ja, mit Corona jetzt und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Aber 10 Jahre Gamescom, ne? Es gibt nochmal ein Special-Video, wo ich das nochmal ein bisschen zusammenfasse alles. Aber es gibt jetzt 3 Videos. Part 1 bei Opening Night Live, Part 2 Gamescom und Part 3 10 Jahre mit Corona Gamescom, kann man so sagen, ne? Ah, meine Freunde, war schön mit euch. Schön mit euch. Das heißt jetzt, das hört sich fast an wie Abschied von GF Band, ist es aber nicht. Aber ein Abschied von der Gamescom. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, Franz und ich werden in Zukunft weitere Conventions besuchen, aber nicht mehr die Gamescom. Nächstes Jahr wird es sein, die Weekend of Hell, wollen wir besuchen in Oberhausen. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Aber ja, Gamescom ist für mich immer so ein bisschen so stressig, wenig Schlaf, Videos machen bis um 1 oder 2 und dann am nächsten Tag gleich wieder früh um 7 raus und so weiter. Deswegen, man wird ja nicht jünger, ne? Man wird ja auch nicht jünger, deswegen wird es ein Abschied jetzt sein von der Gamescom, meine Freunde. Ein Video wird noch kommen, da werde ich vielleicht nochmal 1-2 Sachen dazu sagen. Aber erstmal, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, bis dahin, immer schön weiter zocken, haut drin. Franzi, mach jetzt mal die Kamera ein bisschen schwenkmäßig. Und gleich hört ihr nochmal den Song eventuell von Time to Say Goodbye. Time to say goodbye.